Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start mit einem neuen Summoner Small Video. Wie versprochen, kümmern wir uns um nicht UG10 und nicht um den Nightmare Mode, sondern um Level 5 von den neuen Dungeons. Und wir beginnen heute mit Elunia, Heiligtum der träumenden Feen. Level 5. Wir lesen uns die Strategie durch, dann zeige ich euch mein Team. Und dann zeige ich euch vielleicht ein alternatives Team, das nicht so schwer zu bekommen ist wie meins. Wir schauen mal rein. Es ist wirklich extrem schwierig, für solche Stages ein individuelles, so allgemeines Team zu nennen, das jeder so benutzen kann. Weil man hier Net5s benutzen kann und jeder hat unterschiedliche Net5s. Und hier zum Beispiel darf man keine Net5s benutzen. Da bin ich sogar noch nicht bei Level 5, weil ich es noch nicht weiter getestet habe gestern. Hier gibt es wahrscheinlich eher ein Free-to-Play farmbares Team als bei Elunia. Also achtet vielleicht auf die Sachen, die ich sage und guckt dann mal, welche Monster das erfüllen, was dann meine da können. Lesen wir uns das Ganze mal durch. Wir beginnen mit Strategie. Antiker Wächter. Insgesamt 3 Phasen werden im Kampf gegen den antiken Wächter durchlaufen. Wir haben es ja schon im ersten Testvideo gesehen. Der revived sich oder der kommt einfach wieder. Anders als in Necro, aber der hat halt einfach 2 extra Leben neben seinem normalen Leben. Die Angriffskraft des Wächters steigt und neue Vasallen werden beidseitig vom Wächter beschworen, wenn eine neue Phase beginnt. Also je länger der Kampf dauert, beziehungsweise je weiter ihr in den Phasen kommt, desto schwieriger wird es. Feenvasallen, die der antike Wächter von Elunia beschwört, werden mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Dem Wächter werden auch besondere Fähigkeiten gewährt, wenn die Vasallen besiegt werden. Deswegen, ich habe es bisher bei fast jedem gesehen, dass sie auf den Boss gegangen sind und dass sie die Vasallen einfach am Rand stehen haben lassen. Habe ich auch. Man kann im Automodus auch unten auswählen, wen man als erstes anvisiert. Ich habe bisher hier bei dieser Stage, nicht bei diesen zweiten Erweckungs-Dungeons, immer nur den Boss angegriffen. Beim zweiten Erweckungs-Dungeons habe ich auch mal die Kristalle rechts und links angegriffen. Antiker Schlag. Greift alle Feinde an, schwächt ihre Angriffskraft für eine Runde mit einer Chance von 50%. Dieser Angriff ignoriert alle Effekte, die dem Tod widerstehen. Gefährlich. Passiv. Die Angriffsgeschwindigkeit erhöht sich, wenn der antike Wächter oder die Vasallen von den Feinden angegriffen werden. Werden sie ja eh. Die erhöhte Angriffsgeschwindigkeit wird zu Beginn jeder Runde zurückgesetzt. Darüber hinaus erhöht sich die Angriffskraft dauerhaft, wenn der antike Wächter einen Zug macht. Also, noch schlimmer, je länger er lebt und je öfter er zum Zug kommt, desto gefährlicher ist es für euch. You. Und dann haben wir noch passiv. Vasallen des antiken Wächters wird eine Fähigkeit gewährt, die ihre Abklingzeit um eine Runde verringert, wenn sie einen Zug erhalten. Darüber hinaus erhält der antike Wächter sofort eine weitere Runde, wenn der Vasalle besiegt wird. Das heißt, falls wir einen am Rand killen, kriegt er direkt eine extra Runde. Das ist nicht schön. Und hier sehen wir jetzt die 3 Phasen. Wir beginnen mit Shan und Elusia. Passiv. Die Angriffskraft und Verteidigung erhöht sich um 25% für jeden vorteilhaften Effekt, der dem antiken Wächter gewährt wird. Und die HP wird im Verhältnis zur Angriffskraft zu Beginn jeder Runde erholt. Iu. Zweite Phase. Herne und Berlinus. Greift alle Feinde 2-mal an und jeder Angriff hat eine Chance von 50%, sie für 2 Runden im unbewussten Zustand zu versetzen. Das ist gar nicht schön. Der Schaden erhöht sich um 10% für jeden schädlichen Effekt, der auf die Feinde ausgeübt wird. Klingt nach einer Horror-Stage, so schlimm ist es gar nicht. Und beim letzten haben wir Oberon und Fran. Eigentlich so richtige Hassmonster von mir. Fran ist so extrem nervig in RTA. Und Oberon ist kein Hassmonster, aber ist ein sehr starkes und gefährliches Monster mit unbesiegbar. Greift den Gegner 3-mal an, um Schaden anzurichten, der die Verteidigung des Ziels ignoriert. Oh shit, gewährt einen Effekt, der die Angriffskraft des antiken Wächters für 2 Runden danach erhöht. Ja, schlimm, ne? Beginnen wir einfach mal mit meinem Win-Team. Ich weiß, das ist jetzt nicht so einfach zum Nachbauen, ne? Also das kriegt man gar nicht. Aber schauen wir mal, was wir in diesem Team dabei haben. Und wie ich das ausgewählt habe. Fun Fact an dieser Stelle, das war mein random Team, das ich reingesetzt habe, als ich gedacht habe, oh, der ist Wasser, nehmen wir mal einfach Windmonster. Zack, von Stage 1 bis Stage 5 oder Level 1 bis Level 5 hat das Ganze easy funktioniert, ohne dass ich irgendwas ausgetauscht habe. Also ich habe bei der Teamauswahl mir eigentlich absolut gar keine Gedanken gemacht.
Und das Witzige ist, ich wusste nicht mal, dass der diese Skills da bekommt oder dass man auf bestimmte Sachen achten muss. Schauen wir mal, was wir haben. Wir haben als erstes einen Speedleader, damit meine Monster so schnell wie möglich drankommen. Immer wenn Windpanda angegriffen wird, kriegt er noch durch seine passive Attack-Leiste. Wir haben zwei Defense Breaker, einmal Ethna und Windpanda. Wir haben quasi zwei Healer, Shazoon als großen Healer und Windpanda mit seinem zweiten Skill, der den Heal hat und dann auch noch revengen kann, wenn er angegriffen wird. Dann haben wir einen Attack-Buff durch Shazoon. Bei Ethna haben wir auch ein Monster, das sehr viele Attack-Leiste bekommt durch den zweiten Skill. Wenn sie crittet, kriegt sie wieder Attack-Leiste. Ciara kriegt durch den ersten Skill Attack-Leiste. Ansonsten macht Ethna mit dem dritten Skill viel Schaden und folgt mir auf Instagram. Nee, und kann strippen. Ja, also falls der, wie heißt der? Falls der antike Wächter irgendeinen positiven Buff hat, kann sie den strippen. Und ansonsten, Ciara ist eigentlich einfach wegen dem Schaden da. Gleich ist auch bei Ethna und Windpanda. Also wir haben drei Damage-Dealer, beziehungsweise einen richtigen Damage-Dealer. Windpanda kann man auch als tanky Damage-Dealer sehen und Ethna ist bei mir Hybrid und dann haben wir Shazoon. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ja, bei den Erweckungs-Dungeons ist es schwierig, ne? Also da kann ich nicht mal alle zeigen, weil ich nicht alle Monster davon als Sixter habe. Ja, werden wir dann in den nächsten Tagen sehen oder wahrscheinlich im Stream. Seid im Stream dabei. Jeden Samstag 19.15 Uhr bis 21 Uhr. Heute streame ich übrigens auch, also gerade an dem Tag, an dem ich das Video aufnehme, wenn das hochgeladen wird, nicht. Da bin ich wahrscheinlich wieder arbeiten. Ne, ich bin da arbeiten, 100%. Übrigens, man sieht die hübsche Seraphom-Wandlung. Auf die Zeit kommt es mir gar nicht so genau an. Die haben leider auch komplett die falschen Skills hier in der Vorrunde gemacht. Aber spielt gar keine Rolle. Ich denke, die Vorwellen sind jetzt nicht wirklich schwierig. Beim Boss, da wird es eigentlich relativ riskant. Ich denke, da scheitern dann die meisten. Übrigens hübsch, dass alle hier mit Formwandlungen ausgestattet sind. Das ist extrem nice. Wieso macht Ethna nicht einfach mal den zweiten Skill? Dämlich. Jetzt macht sie es. Ja, da merkt ihr überall Attack-Leiste. Sehr viel Speed, sowas ist halt wichtig. Ich denke auch, Empfänger schaffen das einfach nicht. Wir gehen einfach hier, das wollte ich euch kurz zeigen. Ich habe es nicht mal ausgewählt. Okay, also so wählt man das aus. Man könnte auch auf den linken oder rechten Vasall gehen. Ich habe bisher einfach Automodus an. Ja, also, ja, nicht das nachmachen, was ich gemacht habe. Aber okay, ja, so geht man jetzt auf diesen Boss. Wir versuchen, so viel Schaden wie möglich zuzufügen. Es könnte natürlich auch hier passieren, dass wir die Monster am Rand aus Versehen killen, weil wir diese AOEs haben und weil wir natürlich mit Windpanda auch revengen. Aber wir merken schon, die machen schon heftigen Schaden und der Gegner hat auch schon ein bisschen geheilt. Das ist natürlich auch gefährlich. Deswegen, naja, solltet ihr auf jeden Fall einen Healer dabei haben. Außer ihr seid natürlich extrem krass und schafft das easy mit nur Damage, aber dann müsst ihr das Video eh nicht schauen. Es geht ja eher darum, so ein bisschen Hilfe zu gewährleisten. Hier sehen wir übrigens die Stacks von dem, ne, wie oft er angegriffen wurde und wie stark er wurde. Aber ihr seht schon, der hat nicht so extrem viel Defense, beziehungsweise der ist jetzt nicht so extrem tanky, dass wir da wirklich große Probleme haben. Der macht halt seine Skills, da muss man ein bisschen aufpassen, vor allem wenn der Ignore Defense Skill rauskommt. Alle sind bei mir relativ Hybrid, jetzt ist sogar eine gestorben. Ich weiß gar nicht, ob das in den Runden davor war. Könnte auch sein, dass es jetzt Pech war. Aber naja, so sieht das Ganze aus und zack, er ist tot. Also das ist jetzt mein Team, selbst wenn einer gestorben ist, ist kein Problem. Ihr müsst natürlich genug Schaden haben, dass ihr den relativ schnell tötet. Und ihr müsst dann halt auch, naja, am besten irgendwie sehr viel Speed haben oder sehr viele Attack-Leiste bekommen oder die Attack-Leiste vom Gegner zurückpushen. Und wir kriegen das hier. Weg damit. Das Ding ist, oh, ich habe nur 31 Energie. Oh shit, das wird für den Stream spaßig. Das Ding ist, wir testen es gleich nochmal, also damit wir keine Energie ausgeben. Ihr dürft nur ein Element benutzen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nur, wenn wir jetzt Werde nehmen, dann dürfen wir nur Feuermonster nehmen. Am sinnvollsten ist es natürlich bei dem antiken Wächter einfach Windmonster zu nehmen, weil der Wasser ist. Dann crittet ihr öfter, dann macht ihr mehr Schaden. Logisch. Also, ja, ist am besten, ne? Und dann müsst ihr einfach mal schauen, was ihr so für Monster habt. Wie gesagt, achtet auf die Schlüsselfaktoren, die ich jetzt hier genannt habe. Viel Speed,
viel Damage. Hybrid Monster am besten. Wir können es jetzt aber nochmal mit anderen testen. Shazoo nehme ich einfach mal rein, weil man die schnell haben kann. Vielleicht können wir das Ganze einfach mal mit Skogul testen. Ich denke, Skogul ist keine gute Wahl, weil er halt viel Zeit damit verschwendet, den Stein hochzuwerfen und dann auch wahrscheinlich random die am Rand tötet. Man kann natürlich auch Eladrill mitnehmen, dann wird es halt sehr safe, aber dauert Ewigkeiten. Und ansonsten kommt es wirklich individuell auf die Monster an, die ihr jetzt besitzt. Das ist so das größte Problem. Wen könnten wir denn aus dem Lager noch mitnehmen? Ja, man könnte auch so irgendwie so spielen, dass wir so, ja, ich denke, das ist besser, dass wir so damit auf Damage gehen. Wen hätten wir noch anstelle von Skogul? Möchte ich jetzt nochmal schauen, wer irgendwie viel Damage macht als Windmonster. Ayunu. Oder wir nehmen einfach mal Bernard mit. Komm, wir versuchen mal das hier. Das ist jetzt nur ein Forster-Team. Das ist sogar nicht farmbar. Man kriegt Lucian und Shazoo nicht einfach so. Aber eher farmbar als das andere. Ob das klappt, werden wir jetzt herausfinden. Testen wir das. Ich hoffe, die haben alle ihre Runen. Das hätte ich vorher überprüfen müssen. Ach, das ist so ein neues Meme, falls ihr in Streams nicht dabei seid. Immer wenn ich irgendwas testen will, in letzter Zeit jedenfalls ist es öfter passiert, dass dann die Monster eine Rune oder komplett Runen fehlen. War sogar immer ganz witzig, aber so ist nicht der Sinn der Sache, leider. Ja, bin ich mal gespannt, wie das Forster-Team hier funktioniert. Bernard kann man sich ja farmen. Arang ist ein Fusionsmonster, ist sowieso extrem stark. Wäre mega nice, wenn das Ganze klappt. Ich muss nur sagen, an dieser Stelle, Arang hat gar keine guten Runen. Also das könnte man auf jeden Fall viel besser machen. Also könnt ihr dann sogar noch mehr Potenzial rausholen. Je nachdem, in welcher Spielphase ihr seid, ist sie wahrscheinlich gut geruhnt für euch oder für eure Verhältnisse. Für meine Verhältnisse ist Arang jetzt nicht so extrem gut geruhnt. Ihr müsst hier schon bei der 4 Stage ein bisschen aufpassen. Ihr seht schon, die macht Ignore Defense, diese Shren. Gar nicht mal so einfach. Wir arbeiten jetzt weiter an dem Boss. Derp, derp. Alle derpen. Schöner kann es nicht sein. Und wir landen leider keinen Defense Break. Können wir mal einen Defense Break landen? Arang hat einen Defense Break. Bernard hat einen Defense Break. Bernard macht nur Scheiße. Ah. So, jetzt haben wir Weakened Attack, also wir merken schon, dauert definitiv länger und wir haben einen am Rand gekillt. Das ist, naja, insofern nicht schön, dass der Gegner dann direkt einen Turn bekommen hat. Wir leben aber noch, Gott sei Dank. Und wir procken auch mal. So, wir machen den zweiten. Der zweite Skill von Lucian ist eigentlich auch ganz nice. Also aufpassen beim dritten, wenn er dann die Gegner killt und dann der dann direkt zum Zug kommt. Der zweite ist ganz nice, weil wir einen Slow drauflegen und weil wir, oh shit. Seht ihr, das ist so ein großes Problem, wenn ihr keine Monster nehmt, die Hybrids sind. Aber ich denke, wenn man das Team hier ein bisschen stärker macht, dann könnte das auch funktionieren. Das ist so, also der zweite Skill ist nice, weil der die am Rand auch stunnen kann. So, das haben wir nicht geschafft. Deswegen würde ich euch ans Herz legen, Net 5s zu nehmen, falls ihr welche besitzt. Ansonsten farmt einfach OG4, logisch. Hybrid-Monster. Ja, also die ist definitiv zu Squishcore plus 6200 nur und plus. Guck, die Defense von meiner Arang ist natürlich ein Witz. Deswegen muss man da sehr aufpassen und mein Lucian ist natürlich auch mega Squish plus 129. Wenn wir dagegen dann so Monster wie Ciara, Windpanda und Ethna anschauen, sehen wir schon definitiv tankiere Stats. Plus 12.000 plus 472. Hier plus 13.000 oder ja, 13.000 und 1.300 und hier haben wir immerhin plus 14.000, Defense ist auch schwach. Aber natürlich haben Net5s auch höhere Base-Stats. Achtet auf die Sachen, die ich angesprochen habe und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen, ein Team für euch zu finden. Also wie gesagt, am besten Windmonster, Wassermonster gehen natürlich auch oder Light and Dark. Ihr dürft aber dann nur bei einem Element bleiben. Also deswegen ist es wahrscheinlich sogar schwierig für Anfänger hier das zu farmen. Das waren so meine Tipps. Ich hoffe, es konnte euch ein bisschen helfen. Ihr könnt gern euer Team in die Kommentare schreiben. Ich denke an diesem Arang-Lucian-Team. Ich würde Lucian weglassen. Arang, Bernard, Shazoo könnten sogar ganz gut sein. Da müsste die Arang aber tankier geruhnt sein. Und vielleicht noch ein anderes Monster, das irgendwie Backup gibt. Delphoi könnte man sogar benutzen oder so als extra Support. Oder wie gesagt, Eladriel, wenn die Teams sehr lang sein sollen. So, hier sind wir bei meinem Tanky-Wasser-Team, da wo jetzt gar keiner mehr steht, war Ciao. Und wir merken,
es klappt nicht. Finde ich ganz interessant. Ich dachte, das wäre ganz safe. Aber nein. Das heißt, ich habe einfach so random, intuitiv das richtige Team gepickt. Das ist zu langsam. Ja, wir verbrauchen zu viel Zeit, um den Gegner anzugreifen. Und er kriegt halt so viele Stacks und die Monster am Rand können, wenn sie dann critten, weil der Rechte hat meinen Chao gecrittet und Defense Break gelandet, können die killen. Also ich weiß nicht, ob das noch klappt. Ich lasse es einfach mal laufen. Vielleicht klappt das noch. Also ihr seht, Kami macht schon viel Schaden. Meine Kami ist jetzt nicht so gut. Meine arme Kami. Aber ja, dann ist auf jeden Fall Speed hier der King. Und mit tanky Bruisern funktioniert das Ganze nicht so gut. Jetzt wäre natürlich die beste Gelegenheit zum Strippen und zack, Dings ist tot. Ich bin gespannt, ob das noch klappt. Könnte natürlich sein, dass Kami das noch solo hinkriegt. Ich glaube allerdings nicht. Man darf nie eine Kami unterschätzen. Jedenfalls mega auf dieses Speed gehen und viele Tech-Leiste bekommen und den Boss so schnell wie möglich killen mit viel Damage-Output. Das ist so das Wichtigste. Also versucht euch an meinem ersten Team zu orientieren. Das ist so die beste Möglichkeit. Und kommt individuell darauf an, was ihr für Monster habt. Das würde nicht klappen wegen diesen Ignore Defense Skills. Also die dritte Welle hier ist extrem heftig. Wenn ihr nicht gute Runen habt, beziehungsweise naja, auch verschiedene Monster nicht habt. So, das waren so ein paar Testruns zum Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr konntet was lernen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Würde mich sehr freuen. Zu dem anderen gibt es dann natürlich auch bald eins. So, ich hoffe, euch geht's gut. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.